Kapitel 16. Was wird geboren? Wie wir festgestellt haben, sind alle Dinge, vor denen Jesus uns gewarnt hat, Geburtswehen, die losgehen werden, wenn wir der Täuschung freien Lauf lassen. Diese Geburtswehen sind die Strategie eines sozialen Umbruchs, absichtlich konstruiert, um uns in eine Welt ohne Gott hineinzuzwingen. Eine neue Weltordnung entsteht, kontrolliert von der Elite. Gemäß Jesus sieht es dann folgendermaßen aus. In Matthäus 24, Vers 9 bis 13 steht geschrieben: Dann wird man euch der Drangsal oder der Bedrängnis, griechisch Klippes, preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt, im ganzen Erdkreis verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker, alle Nationen, und dann wird das Ende kommen. Eine Welt ohne Gott bedeutet eine Welt ohne Moral. Korruption ersetzt Arbeitsmoral und Arbeitsethik. Menschen haben Erfolg, nicht weil sie hart arbeiten und ehrlich sind, sondern weil sie gerissen und rücksichtslos handeln. In der neuen Weltordnung fehlt ein besonders wichtiges Merkmal des Miteinanders: die Liebe füreinander. Liebe bedeutet Wertschätzung. Im Jetzt der Elitären ist Liebe eine Schwäche. Anderen zu dienen ist für sie kein bewundernswertes Ziel. Ihr Ziel ist es, dass andere ihnen dienen. Der einzige Weg, um das Wissen über Gott auf der Erde auszulöschen, ist, die Menschen, die Gott kennen, zu eliminieren. Christen und Juden werden dann wegen jeder Kleinigkeit und jedem nur vorstellbaren Übel angeklagt werden. Die kompromittierende Kirche wird ihre Feigheit rechtfertigen, indem sie die Anschuldigungen bereitwillig glaubt. So wie es beim Aufstieg Hitlers geschah, werden Kirchen weiter existieren dürfen, die sich staatliche Anordnungen und Richtlinien fügen. Diese Kirchen ahnen nicht mal, dass sie nur so lange weiter existieren dürfen, bis sie ihren Zweck erfüllt haben. Ich weiß, dass die durchschnittlichen Gläubigen sich weigern, diese Realität zu akzeptieren, was bedeutet, dass sie den Worten Jesu nicht glauben. Aber diese Dinge geschehen jetzt schon in der Welt. Gemäß einem Artikel in der Zeitschrift Christianity Today durchforscht die Regierung Chinas jetzt ihre Provinzen. Alle Christen, die vom Staat Unterstützung erhalten, müssen ihre Bibeln abgeben, alle religiösen Utensilien zerstören, Jesus als ihrem Herrn abbeschwören und den Führer der kommunistischen Partei als Herrn anerkennen. In meiner Gemeinde habe ich miterlebt, dass Mitglieder der Berufsarmee zum Verlassen der Armee gezwungen wurden, weil sie sich weigerten, Jesus als Herrn zu denunzieren. Das war nicht gestern, sondern ist in den 1980ern und 90ern geschehen. Es geschieht schon seit Jahrzehnten im Verborgenen in Amerika. Ich weiß, ihr denkt immer noch, das könnte so in Amerika nie geschehen. Wir weigern uns zu sehen, wie die Sozialisten und die Elitären unsere Regierung nach dem Vorbild Chinas gestalten wollen. Sie haben geheime Handelsabkommen mit China getroffen, um unserem Land die Arbeit zu rauben und unsere Wirtschaft zu schwächen. Sie sind die Globalisten, die eine einzige Weltregierung installieren wollen. Sie haben die Gebete aus den Schulen und die biblischen Zitate von Regierungsgebäuden entfernt. Sie haben Gesetze verabschiedet, die Mörder, Vergewaltiger und Diebe schützen, aber den Schutz der gesetztreuen Bürger völlig vernachlässigen. Sie stiften Krawalle und Chaos auf den Straßen. Im Namen der Fairness erlauben sie den Gesetzlosen, die Häuser und Geschäfte von ehrlichen, hart arbeitenden Leuten niederzubrennen. Unter dem Deckmantel von Barmherzigkeit lassen sie sogenannte resozialisierte Mörder und gewalttätige Verbrecher aus dem Gefängnis frei und schicken sie zurück, um dieselben Quartiere zu terrorisieren, in denen sie ihre Verbrechen begangen haben. Das sind dieselben Leute, die protestieren und Reden halten, wenn ein Krimineller bei einer Tat ertappt wird und von der Polizei getötet wird. Sie erheben aber nie ihre Stimme, wenn Babys, Kinder,
Teenager und andere Unschuldige erschossen werden, einfach nur aus Freude am Töten. Der Anfang des Schreckens, das sind die Wehen, befördern uns in die neue Weltordnung, beherrscht von Elitären, welche auch die Weltregierung stellen. Wir können diese Abwärtsspirale jetzt aufhalten, aber sobald das Baby geboren ist, wird es zu spät sein. Es wäre einfach zu denken, dass es hier um politische Parteien geht und so zu tun, als ob dies nichts mit Gott oder Glauben zu tun hätte. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Der erste Auftrag von Gott an den Menschen war, zu herrschen und zu regieren. Wir sollten Gottes Gerechtigkeit in der Welt aufrechterhalten. Die heutige Ungerechtigkeit ist eine Kombination dessen, was das Böse verursacht und dem, was die Ängstlichen und Ungläubigen zulassen. Die Tatsachen sind unbestreitbar. Die Bilanz der Sozialisten und Globalisten beweist, ihre Versprechen sind schockierende Lügen und taktische Täuschmanöver, um die Welt, wie wir sie kennen, zu zerstören. Liegt alles am Boden, ist es ein leichtes Ziel, diese nach ihrem Wahnsinn und ihrem Abbild neu aufzustellen. Ihre Version von Gerechtigkeit heißt, wir, die Elitären, sind als einzige würdig, die Ressourcen der Welt zu besitzen. Die Minderwertigen müssen unsere Forderungen erfüllen oder sie werden eliminiert. Diese Tatsachen sind sichtbar. Warum kann das nicht jeder sehen?